Come up, 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 go, 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 go. Und jetzt in diesem Moment. Wie lief das Rennen für dich? Ja, also den Umständen entsprechend okay, würde ich sagen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Es war ja an der Wende sehr, sehr knapp, auch zu denen, die jetzt Dritt- und Viertplatzierte waren. Und dann wusste ich schon, okay, auf dem Rückweg muss ich echt auch nochmal alles geben. Und so bin ich auch das Rennen dann zu Ende gefahren, von der Wende weg ins Ziel. Wir machen weiter mit der Zweitplatzierten dieser deutschen Meisterschaft, Lisa Brenner. Siegerin, alte und neue deutsche Meisterin, hier ist für die Trixi Horak. 3 Sekunden Vorsprung hat die deutsche Meisterin schon. Ich denke, wir haben heute hier echt ein super starkes Rennen gefahren, Trixi und ich. Gottes Bild, drückt euch die Daumen für den weiteren Verlauf der Saison und es dauert noch einige Wochen.